In Mission 5 spielen wir wieder als Römer und haben erneut den Auftrag, Pilzfarmen zu zerstören. Die Wikinger sind aber auch nicht weit weg, sondern haben sich im Osten angesiedelt und sind sogar mit uns verbündet. Erwartet aber nicht viel Unterstützung von ihnen. Diese Karte konfrontiert uns zum ersten Mal mit dunklen Schamanen, welche in Karten vor Release des Trojaner-Add-ons definitiv die nervigste Einheit des dunklen Volkes darstellen. Nervig deshalb, weil sie eure Siedler versklaven und damit als einzige Einheit im Spiel eine Bedrohung für Zivilisten darstellen. Versklavte Siedler werden befreit, wenn die Pilzfarm, auf der sie arbeiten, zerstört wird. Und diese Siedler gehören dann immer zu euch, unabhängig davon, zu welchem Volk sie ursprünglich gehörten. Wenn aber kein eigenes Land in der Nähe ist, sterben die befreiten Siedler sehr schnell. Das Gebirge in unserer Siedlung enthält Kohle und Stein. Im Südwesten findet ihr ein zweites Gebirge mit Gold und Eisen. Westlich davon findet ihr ein Schiffswrack und 16 Goldbarren. Wichtiger ist aber die Landbrücke, denn von hier aus wird das dunkle Volk angreifen, weshalb ihr hier eure Verteidigungsstellung errichten werdet. Auf dieser Karte starten wir ohne jede Nahrungsmittel und mit nur zwei Bergmännern, plant das also mit ein. Sorgt für eine starke Holzproduktion, Stein sollte weniger problematisch sein. Ihr startet außerdem mit drei Golderz, welche wir für einen großen Tempel nutzen werden. Baut eure Siedlung normal auf und expandiert damit Richtung Landbrücke. Baut den Tempel, sobald ihr die Rohstoffe entbehren könnt. Sobald der Tempel fertig ist, schickt den ersten Priester zum Marktplatz der Wikinger. Diese schicken euch dann eine Fähre mit etwas Gold und einigen Waffen. Diese könnt ihr für eure ersten Soldaten nutzen. Auf Normal greift das dunkle Volk nach 40 Minuten zum ersten Mal an. Und ich habe auf die harte Tour herausgefunden, dass man sich hier am Anfang nicht auf Level 3 Soldaten beschränken sollte. Auf Leicht habt ihr 70 Minuten, was mehr als genug Zeit sein sollte. Wenn das dunkle Volk angreift, versucht die Schamanen als Erste zu töten. Wenn euch das gelingt, ziehen sich die übrigen Soldaten meist zurück. Und selbst wenn nicht, sind zumindest eure zivilen Siedler außer Gefahr. Wie bereits erwähnt, solltet ihr von den Wikingern keine weitere Hilfe erwarten. Sie werden aber später in Richtung des dunklen Landes expandieren. Wenn es zu Gefechten kommt, ist dies aber weder Absicht der Wikinger noch des dunklen Volkes, weshalb sich beide dabei ziemlich blöd anstellen. Die KI hat keine Möglichkeit, mit dunklem Land umzugehen, aber mit Gärtnern oder Priestern könnt ihr den Wikingern helfen, weiter in dunkles Land vorzustoßen. Wenn ich angreife, baue ich gerne einige Türme auf der anderen Seite der Landbrücke, um das Gebiet zu sichern und um ein Auge auf den dunklen Tempel haben zu können. Dann mache ich mich auf die Suche nach den Pilzfarmen. Das Spiel gilt als gewonnen, sobald nur noch zwei davon übrig sind. Solltet ihr dennoch Schwierigkeiten haben, habe ich während meiner Experimente eine modifizierte Version des Missionsskripts erstellt. Diese sorgt dafür, dass die Wikinger mehr Waren schicken und mit einigen Kriegern die Landbrücke schützen. Allerdings müsst ihr nun auch alle Pilzfarmen zerstören.